Leute, das stirbt nicht. Der stirbt nicht. Hallo? Hallöchen, liebe Minotauren, hallöchen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Division. Diesmal ohne einen Gag, aber nichtsdestotrotz mit einem Helmi, der mir jetzt hier entgegenläuft. Hallöchen, Pupüchen, werte Ladies und Gentlemen. Links, rechts neben mir steht ein wunderschöner, adretter junger Mann mit einem Gewehr auf dem Rücken. Vielleicht kennen Sie ihn unter dem Namen Echo LP. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mich verarscht man Menschen. Alles klar. Dann gehen wir mal rüber zu unserem Crazy. Mal gucken, was der so macht. Fernsehen. Läuft dann wenigstens was Spannendes, mein Lieber. Fernsehen. Flimmerfernsehen. Fernsehen. Fernsehen. Geh weg. Flujab jetzt. Halt mal YouTube an. Die Olle werde ich heiraten, so weiter geht's. Alles klar. Du hast einen komischen Vorgeschmack. Moment, ich gebe mal kurz eine Mission hier ab. Kann ich das? Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ich habe eine sehr verrotzte Nase und gegebenenfalls muss ich zwischendurch mal niesen oder husten. In dem Sinne, tut mir vielmals leid. Tut's dir nicht. Warte mal. Was ist los? Ah, da! Nee, wir sind angeschlossen. Hier nicht. Das wollte ich noch. 6160 Erfahrungspunkte. Alles klar, ich markiere kurz mal die nächste Mission hier, so. Daten gescannt. Lade Dateien. Wir haben einige belastende Beweise gefunden, dass große Firmen nachlässig waren. Okay. Und die Vermutung, dass jemand dem Heilmittel dichter auf der Spur war, als wir dachten. Ach was. Wir müssen die Person finden, von der die Beweise stammen. Wir suchen nach einer Whistleblowerin, einer Wexix-Angestellten namens Julie Walters. Sie wurde zuletzt in der Zentrale von Wexix gesehen. Alles klar. Warnung. Whistleblower. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Oh, Handy, aber ich komme da nicht irgendwie ran. Wie heißt der Whistleblower von Amerika? Mann, nee, ich habe den Namen vergessen. I don't know. Ach, hier ist er noch gleich. Snowden, Edward Snowden. Wir suchen den weiblichen Edward Snowden. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. So, gleich mal hier aktivieren, ne? Ja. Aktiviere es bitte, mein Freund. Oh, hallo Echo. So. Einer von denen wird es sein. Frage ist nur, welche Person? Stephanie Glad, Firma bei einem Autounfall gestorben. Es tut mir leid, Sir. Schatz, aber ich muss hör zu. Mir ist egal, was die Andersons dir gesagt haben. Hey, pass doch auf! Nein, nicht du. Schnapp dir die Kinder und vergiss Melissas Medikament nicht. Wir verlassen die Stadt. Alles klar, Leute, einfach mal. Judy, das ist eine Story. Egal, ob Sie sie überzeugen oder nicht. Hören Sie, Sie müssen das ja nicht sagen. Aber wenn Sie mir eine Art Beweis liefern könnten. Ich muss los. Ich rufe zurück. Alles klar, spielen wir mal alles gleichzeitig ab. So, und nun? Nur alle anderen bis irgendwo rein ins Gebäude. Guck ja gerne schon mal auf die Namen. Vielleicht erkennt man ja irgendwelche Personen wieder. Ja. Der Radame hat das ja auch schon gespielt und hat mir mal lustigerweise mal ein Bild geschickt. Bro, oh, warte mal, hier wird gerade eine überfahren. Stephanie Glad ist tot. Wurde überfahren. Hat die schon unheimlich weitergelaufen? Ja. Meine Säcke. Wir suchen gerade nach dem Eingang. Ich bin schon reingelaufen, das wisst ihr, oder? In dem anderen Hochhausgebäude, das ist hier drin. Lol. Ach, Tatsache, ja, warte. Stimmt ja, da wo sie geredet hat, da ist sie auch reingegangen. Muss das genau ja, yo, wartet auf mich. Stimmt schon. Da wo sie gestanden ist, da ist er auch rein. Okay. Mal hier irgendwie hoch. Mir nach!
Hell? Ich laufe aber voraus, also alle mir nach. Ja, alle mir nach. Meint er mir, ich auch noch überholen zu müssen. Miau. Oh, ich will die Axt hier haben. Ach, da geht's weiter. Aha, gefunden. Wartet mal kurz, ein bisschen untersuchen Erster. Hier. Hier, nächste Cloud. Okay. Oh. So, aktivieren. Eine von den Personen ist es jetzt. Aktueller Status verstorben. Beruf für Kassenleiter. Leichnam in gefunden. Passwortbaustelle gelagert. Hier ist es. Mr. Valesi, ich meine es ernst. Ich rede erst, wenn ich Ihnen eine zweite Chance gegeben habe. Und ich hoffe, Sie überzeugen Sie. Aber wenn nicht, warte ich draußen auf Sie. Ich gehe um 7 auf Sendung. Judy, der Aufsichtsrat verlangt nach Ihnen. Okay, und was haben wir hier? Okay. Ich glaube, die ist weiß gelaufen. Mann, das wird langsam verrückt da draußen. Ich wollte mich schon krank melden. Mein Hals ist ganz rau, aber mit den bevorstehenden Gehaltsverhandlungen. Ich bin Aufsichtsrat gewesen. Das heißt, dass ich über hier in der Nähe. Jody? Dann aktivieren wir mal. Oh. Stinksauer ist sie vorbeigelaufen. Judy, wissen Sie, Sie mit ein paar Leuten und Ressourcen wäre das Heilmittel schnell entwickelt. Ich dachte, man könnte vielleicht, nur vielleicht, die Menschlichkeit voranstellen. Aber im Moment können wir nur die Symptome behandeln. Das ist besser für alle. Ich sage es, wir sind nicht die Heilsarzt. Und man sagt, die haben das Heilmittel bald. Sollen die Leute sterben lassen, weil das nicht in ihrem Auftrag steht? Verdammt nochmal, Alan. Ich habe Kinder. Und ich denke an ihre Zukunft, nachdem das hier vorbei ist. Ich find's auch verdammt interessant, dass die, dass es hier beispielsweise eine Person mit Kopftuch gibt. Dass es hier nicht nur Leute sitzen, die, normal nach amerikanischen Standards ausschauen, sondern auch eine Frau, die hier wirklich ein Kopftuch trägt. Das bedeutet, die haben ja auch, wirklich alles gedacht. Das ist einfach total gut. Ja. Wundert aber bei dieser Story nur eins. Sie hat eine Idee, hat es vorgetragen, ist abgehauen und die restlichen laufen reden hier über hinterm Rücken. Ja. Am Schluss halt soll sie auch noch festgenommen werden jetzt. Echo, wo läufst du hin? Ich habe keine Ahnung. Runter. Ja, wir müssen hier lang. Da wo die jetzt hingelaufen ist, da müssen wir runter. Oh, ich bin schon ganz unten jetzt. Okay, ein Echo gefunden. Warten auf euch, bis ich euch aktiviere. Ja, bitte. So, warten wir jetzt noch auf Helmi. Okay, ich aktiviere es. Danke, Dorsch. Was? Lol. Miss Waters, bleiben Sie bitte. Lassen Sie mich los! Lol. Mal eiskalt Pfefferspray eingesetzt. Aber eiskalt. Haarspray? Pfefferspray. Was zur Hölle geht da drüben vor? Ja. Also, sie wollte auf jeden Fall flüchten. Warum? Das ist die Frage. Hier geht's nicht weiter? Nee, wir müssen raus. Die Tür auf. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Weiteres Echo. Echo. Immer diese Echos. Schlimm mit den Dingern. Ja, warte. Und aktivieren. Oh shit. Also. Ja, das ist schon das hier. Nein, ich scherze nicht. Wurde zusammengefahren. Und Taxi. Ohne sie ist die ganze Story gestorben. Vielleicht sollten wir dann unsere Radiologen verfügen. Hast du was dazu? Wenn sie ihre Symptome verspüren, drücken sie 1. Moment mal, guck mal genau hin. Schau dir mal das Echo an. Wir sind Nummer
Dieser Rick Valazzi, mit dem sie gerade mal vor kurzem telefoniert hat. Der hat den USB-Stick. Das war nicht gut. Egal ob Rick 6 ein Heilmittel hatte oder nicht, der USB-Stick hätte der Durchbruch sein können, den wir brauchen. Ich werde versuchen, diesen Rick Valazzi aufzuspüren. Danke, Agent. Und woher wusstest du, dass der den USB-Stick hat? Ich hab doch mit dem geredet, am Telefon. Am Anfang. Ganz am Anfang. Wie geht's denn? Dass wir das erste Echo doch mehr oder weniger aufgenommen haben. Hm. Hat er noch mit. Hat sie doch am Handy doch mit einem Valazzi gesprochen. No fucking idea. Agent, wir haben Meldungen über ein paar randalierende Rikers. Ich will Ihnen ja keine Umstände bereiten, weil Sie ohne Zweifel eine unglaublich wichtige Persönlichkeit sind. Aber wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das ein Traum. Was? Kittel den kaputt. Ja, ist so. Hab ich auch gerade gedacht. Das hört sich so an, als würde sich mittendrin beim Reden sich einen runterholen. Oder gerade am Abdrücken. Oder er hat ein Messer an der Kehle. Aber ich drücke eher auf erstes. Oder zwei. Ja, das hört sich wirklich so an. Das wäre ein Traum. Vielleicht kommt er. Jo, alles klar. Gott. Oh Mann. Also, meine lieben kleinen Kinder, beim Telefonieren nie die Hand woanders haben, außer nur am Hörer. Oh, hi. Endlich mal Action. Ist so. Wir müssen schon die Finger vom Ritter liegen lassen. Jo, alles klar. Komm her, du Rudi. Du Rudi? Selber gerne, Rudi-Träger. EBA, du bist dran. Ich EBA, rufe setz dich. Setz Explosion ein. EBA, los. EBA wurde besiegt. So, da ist der Boss. Huh. Alter, wie sie alle auf ihn eindreschen. Hab ich nicht. Aha. Was? Lord of the 212? Netter Lord. Was? So heißt die Gang, so heißt der Typ. Mann, Fresse, du! Jo! Und der zweite ist down! Weiter, jetzt kommt noch der letzte, ne? Was war's? War's das? Ja. Okay, das hier wollte ich. Wir müssen das Ventil ausfindig machen. Und die Ventilsteuerung. Ah, gefunden. Aktivier's mal gleich. Oh, da kommen sie. Oben vom Dach. Zwei Scharfschützen. Na dann, Scharfschützen wir ein bisschen zurück. Au! Noch weitere Gegner. Halt, macht immer die Scharfschützen. Mach währenddessen die kleinen hier. Ein Scharfschütze. Dafür haben wir unser Schützturm. Na komm, sehr Scharfschütze. Nice. Zweiter Scharfschütze da. Ha. Oh, da ist er. Der Big P. So nennt er sich. Yo, alles klar. Ich will auf den Rucksack schießen. Die haben Mitchell. Warte, ärgere ihn weiterhin, ärgere ihn weiterhin. Nö, nö. Ja. Umbringen. Wow.
Wer gewinnt zuerst? Scheiße. Agent, natürlich haben Sie das in Rekordzeit erledigt. Bitte. Nicht, dass sich je daran gezweifelt hätte. Da kommt der Crazy Krochen. Manchmal morgens auf und freuen sich, wie cool es ist, Sie zu sein? Ende der Durchsage. Ich glaube, er ist gerade erleichtert bei seinem Telefonat. Alter, was der mag uns wohl ein bisschen zu sehr. Was der für Scheiße reden. Labert. Es ist ja nicht normal hier. IP, mein Freund. Ich bin froh, dass wir die Typen getötet haben. Gut. Mach mal weiter. Leit die nächste Mission. For the win. Wenn wir den Ausgang finden. Okay. Die kommen schon. Wenn wir den Ausgang finden. Da. Ich hab, glaube ich, ein neues Gewehr gefunden, was kacke ist. Ein neues Gewehr, was kacke ist. G. Zitat, ja. Tell me. Vermisste Vorratskiste geortet. Was denn? Ich glaube, das Känguru hat ihn auch schon infiziert. Das Gewehr sieht kacke aus. Tell me. Okay, das müssen Nachschubsteile. Jupp, ich habe einen. Wir müssen aber das zusammen machen, weil das sind verdammt viele. Nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. Robert Downey Jr. Gott. Weil das zum Beispiel, so schnell kommt die Rente auch nicht. Wie hieß der scheiß Zitat? Ah. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ah, genau, Captain Blaubeer. Ja, genau. Wer testen da? Stirb, du Pisser. Lol. Warnung, also. Feindkräfte nähern sich. Guten Tag. Von wo? Das werden wir gleich sehen. Ich hol mal den ersten Druck, die erste Packung. Gib dir Deckung. So. Wohin damit, ist die Frage. Das werden wir gleich sehen. Ja, ich. Natürlich. Ach, da. Okay, im LKW. Erstes Paket ist drin. Oh, nice. Das ging jetzt irgendwie zackig. Ich muss noch irgendwo. Leute, Deckung, liegen. Deckung, Deckung, Deckung. Ah, okay, lassen Sie. Jo, alles klar, Amy. Was? Leute, das stirbt nicht. Das stirbt nicht. Hallo? Hat jemand einen Radar? Helmi? No. Warten. Wir kommen, wir kommen. Nein, ich hab ein Disco. Oh nö. Hä? Bis gleich. 100%. Warnung, Feindkräfte nähern sich. So, da sind wir wieder. Hallo. Jubelchen. Welcome back. Die Mission ist schon durch? Nee, warte. Nee, noch nicht. Es muss noch reingestellt werden. Aber das kannst nur du. Versuch zumindest mal das Ding da rein zu tun. Ah, ja. Sehr gut. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Ja. Haben abgeschlossen. Gut. Noch was Grünes? Rotznase. Tut mir leid, also wie gesagt. Also, Rotznasen! For the win. So. Wir haben nur noch einen Kampfeinsatz. Und dann ist hier dieser Bereich gesäubert. Achso, ist echt bis da hinten. Leute, achso. Habe ich jetzt ein Gruppenmitglied markiert? Toll. So. Aber wir gehen eine Abkürzung, würde ich sagen, oder? Das ja, das ist ungefähr dein. Das ja, dann. Gehen Sie außerdem, nur, ist mir Handy. Egal. Willkommen zum nächsten Scheißtag. Genug von dem Scheiß. Irgendwo ist hier ein Handy. Werkzeug gefunden. Ich hasse New York City. Männer teilen ihre Meinung über die Stadt. So heißt das Handy. Nein, ich mach keine Witze.
Ich bin's leid, anderer Leute Müll zu riechen. Und ich kann nicht mehr U-Bahn fahren, ohne dass mir die Hüften von irgendeiner Tanztruppe vor dem Gesicht kreisen. Und Taxis, Gott. Ich könnte ebenso gut selbst fahren. Ach, bitte, du weißt, du liebst es hier. Schatz, du bist hier. Und ich liebe nur dich. Das ist was anderes. Oh. Oh, much information. Nein, ich wollte da hoch. Das habe ich jetzt nicht vernommen. Ich hoffe, das war jetzt eine Frau. Hä, wie bist du da hochgekommen? Auto zu Auto? Ah, jetzt ging's. Was macht die da oben? Ihr müsst hier unten die Kasse nehmen, ne? Die ist hinter dem Auto, nicht auf dem Auto. Ach so. Ist ja, gut, schießt, ist ja. Gut, danke. So. So. Alles eingeholt, ab geht's. Wir machen jetzt in einer Runde die Leute platt, die es verdient haben. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Genau, Terminator. Let's get to the chopper. Let's get to the chopper. Alle Mann, die schon eine Prezi haben, rausholen. Der versucht abzuhauen, so ein Trottel. Nice one. So, den Nachschub Looter polen, Looter polen. So. JTF-Verstärkung angefordert. So, verteidigen. Alright. Warnung. Gegner nähern sich. Ja, sehe ich so. War sowas von klar. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Okay. Die haben keine Chance. Vor allem ich. Ein Schuss an Pfeffer. Ups. Ups, sorry. Okay, wenn es jetzt von der Warnung, Seite kann, müssen wir von der anderen Seite kommen. Warnung, ey, komm nochmal von der selben Seite. So. Ja, ja, mach dir das ruhig. Hashtag die beiden machen das klar. So, ich habe alle Waffenteile eingesammelt. Noch ein oder zwei Schüsse, sagt er, und ist selber dann gestorben. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Okay. Hier ist irgendwo ein Laptop. Sag doch, dass da welche sind. Ich dachte, du wärst es gemerkt. Wow. Die sind Alter, Level 18 übrigens, ne? Ich wollte es gerade sagen, Mika. Wir üben halt. Oh, fuck. So, ich heile mich gerade selber. So. Gott. Ja gut, dass wir einige Mann mehr sind, aber das ist ja schon extrem. LOL. So, jetzt. Ja, Mann. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen taktischer arbeiten, ne? So sieht's aus. Ja. Achtung! Wow. Ich hab was für dich. Schön in den Kopf. Fuck, du bist tot. Wie ein Blöder auf ihn ein. Ihr kommt nicht weit. Du musst doch gleich drauf gehen. Oh. BB-8, do your thing. Dann ist er tot. Jawoll. Oh, nice.
Blauer Loot. Alter. Nicht schlecht, Herr Spiel. Trotzdem sind die Sachen für Level 15. Och man, da kommen schon die nächsten. Ach da, seh's. Hallo? Achso, falsche Waffe. ATF wird angegriffen, wir müssen denen helfen. Oh, das sind Lina! Juhu! Der ist wieder hoch! Yay. Die Bomben gehen wieder hoch! Ein Licht geht auf, wir gehen nicht nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Ein Licht geht denen auf, sie fliegen gleich in die Luft. Das reimt sich nicht, hier. Ja, da ist auch nicht. Gesundheit. Danke. Gut, dass sie auf unserer Seite sind. Ja, ja, denkst du das wirklich? Was hindert mich daran, dir in den Kopf zu schießen? Das ist was Großes. Waffenteile, jawohl. Ja, ja, die habe ich alle eingesammelt. Na, dann. Achso, die hast du schon. Ich will sie nicht aufhalten. Noch ein Waffenteil. Na, dann würde ich mal sagen, Leute, die gehen ein bisschen looten. Wir verabschieden uns für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben wäre nicht schlecht. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Einfach mal draufdrücken. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschaußen. Tschaußen.